das Erste. Hey Freunde der Südsee, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute findet eine Premiere auf meinem Kanal statt, denn ich darf zum ersten Mal auf meinem Kanal ein Spiel vor dem Release spielen. Das ganze Spiel wurde mir zur Verfügung gestellt von Bitcomposer Interactive und nun darf ich es vor jedem anderen spielen und das Ganze hier auf YouTube veröffentlichen. Es handelt sich um das Spiel, wer weiß denn sowas, das dritte Spiel, was jetzt bald am 29. August erscheint auf Steam, Xbox, PlayStation und ich meine auch auf der Nintendo Switch. PlayStation natürlich noch PS4 und PS5, sind ja die meistbespielten Konsolen. Und es gibt ein paar neue Funktionen im Gegensatz zu den letzten Teilen. Wir können mehr unseren Charakter bearbeiten unter Maske und das Ganze werden wir auch auf jeden Fall gleich machen. Nämlich, ich habe schon gesehen, da gibt es ziemlich viele lustige Funktionen. Und ich habe mir auch gedacht, wir machen uns einen lustigen Charakter. Und das werden wir auch in die Tat umsetzen, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es insgesamt, beziehungsweise so steht es auch schon im Steam, wenn man sich das Spiel angeschaut, es gibt insgesamt 30 komplett neue Shows. Mit, ich glaube, über 100 Kategorien, die jetzt komplett neu sind und auch aus der Realität übernommen wurden. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie die Show mal geschaut habt, kann es sein, dass im Fernsehen die Frage drin vorkommt, die ihr auch hier im Spiel habt. Und das ist ziemlich cool, denn wer im Fernsehen aufpasst, der wird hier im Spiel auf jeden Fall viel Erfolg haben und die Trophäen dann auch sich ergattern können. Es sind auch, wie ich das schon gemerkt habe, ich nehme das nämlich hier später auf, die Anmoderation, als die eigentliche Show, die echten originalen Stimmen aus dem Internet, also wie Kai Pflaume, Elton und Bernhard Höcke, die hört man auch in der Show und das gleiche ist hier im Spiel auch so. Das bedeutet, echte Kommentare hier im Spiel, was auch cool ist und was nochmal so ein bisschen den Kick gibt, weil es ab und zu schon ganz lustig ist. Manchmal sind da noch ein paar Probleme mit den Synchronisationen, beziehungsweise manchmal ist es ganz kurz Stille. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, denn es ist ein Showquiz-Spiel und macht trotzdem mega viel Spaß und vielleicht wird es ja nochmal in Zukunft behoben. Und insgesamt gibt es anscheinend rund 400 Fragen und es können bis zu 4 Spieler gleichzeitig spielen, an der Konsole oder auch am PC, das ist egal. Und ich würde sagen, wir spielen heute mal gegen die KI. Ich spiele hier meine eigene Meinung, ich habe da nichts vorgeschrieben bekommen natürlich. Ich kann hier alles selber kritisieren, wie ich möchte. Nur das Spiel wurde mir zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Maske rein und wenn wir unseren Charakter erstellt haben, geht es nicht direkt in die Generalprobe. Das Tutorial brauche ich, denke ich, nicht. Ich kenne die Show aus dem Fernsehen, ich habe früher auch Schlag den Star gespielt, ich kriege das hin. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt in die richtige Show. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video oder mit den kommenden Videos über die Show und lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt auf jeden Fall mal in den Kommentaren, ob ihr die Fragen auch so beantwortet hättet, ob ihr sie anders gemacht hättet oder ihr schreibt einfach in die Kommentare die Frage und die Antworten, die ihr gegeben hättet und könnt mitraten, immer pausieren und dann weiterschauen. Und schreibt gerne Verbesserungsvorschläge oder erklärt mir Dinge, wenn ich sie falsch mache. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass ich nicht allzu dumm dastehe. Und ich denke mal, dann überprüfen wir, ob ich wirklich so dumm bin, wie sie immer alle sagen. Nein, Spaß beiseite, wir gehen in die Maske. So, angekommen hier in der Maske sehen wir schon, es gibt hier verschiedene Charaktere, weiblich sowohl als auch männliche natürlich. Ich würde aber sagen, wir nehmen einfach direkt mal hier einen kompletten neuen Charakter erstellen. So, hier ist unser Charakter. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Kopf. So, bestätigen. So, hier haben wir 3 verschiedene Kopfarten. Ich denke, das reicht auch aus für so ein kleines Quiz-Spiel, aber was auf jeden Fall cool ist später, dass man die Haare so vielseitig anpassen kann. Aber das hier reicht mir persönlich aus. Viele werden bestimmt sagen, es ist wenig, aber ich persönlich finde es eigentlich okay. So, Hautfarbe. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu hell. Das ist ja fast so hell wie die Lampe da hinten. Ich würde sagen, ganz dunkel würde ich jetzt nicht machen. Ich würde sagen, wir nehmen die Stufe mal. Wir waren im Sommerurlaub. So. Und Lippenstift. Ich habe mir gedacht, wir machen uns mal so einen lustigen Charakter. Also, wir nehmen mal hier komplett pink. Sehr schön. Und vielleicht doch die. Ja, dann nehmen wir doch hier die
Das Gesicht, genau. Also pinker Lippenstift, das wird ganz lustiger Charakter. Dann gehen wir mal zurück und gehen mal zu den Haaren. Wie funktioniert das hier? J müssen wir drücken, okay. Man kann das Spiel auch übrigens mit Controller spielen, jeglicher Art am Computer. PS4, Xbox sowieso. Ich würde sagen, die Haare, hier seht ihr schon, gibt es einige zur Auswahl. Und ich würde sagen, wir nehmen die Haare hier, ja. Und die machen wir dann auch pink. Ja, das sieht auch lustig aus. Den Bart, da hatte ich hier, glaube ich, einen. Genau, der hier, der sieht auch gut aus. Und den machen wir auch pink. Da seht ihr schon, in welche Richtung es hier geht. So, gehen wir mal zu den Augen. Augenfarbe. Gibt es hier, man kann sogar grau und schwarz machen, holy shit. Okay, dann nehmen wir grau, beziehungsweise schwarz. Und die Sonnenbrille, da habe ich eine coole bestimmt, hoffentlich, oder? Ja, sehr, sehr gut. Dann nehmen wir die Sterne, das ist so eine schöne, und machen die auch pink. Lidschatten, das lassen wir mal weg, das brauchen wir nicht, Make-up. Nein, Accessoires, so. Oh, was ist das denn hier? Okay, gibt es hier, oh, der Zauberhut, der sieht auch gut aus. Den nehmen wir. Wir sind nämlich ein Zauberer der Magie. Mit dem da. Oder sollen wir pink? Wir nehmen pink. Ohrringe. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Und Ketten. Gibt es hier noch was Cooles? Nee, das gefällt mir jetzt nicht so, was hier zur Auswahl geht. Ich finde, hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr von der Auswahl hinzufügen können. Und was mir gerade auch nicht so gut gefällt, dass die Kopffarbe bisschen anders ist an den Schultern. Ihr seht ja diesen Übergang am T-Shirt, aber ich denke mal, wenn man dann ein anderes T-Shirt drüber legt, fällt es kaum noch auf. Und dann würde ich sagen, lassen wir das hier. Was ich mir noch persönlich wünschen würde, dass Bestätigen nicht auf J gelegt wird, sondern vielleicht mit Enter. Oder geht das auch? Nee, das geht leider nicht. Ich denke mal, die Entwickler sind davon ausgegangen, dass man eher mit dem Controller spielen wird. Aber ich am Computer spiele lieber mit Maustastatur, außer ich spiele irgendwelche Shooter. Beziehungsweise halt irgendwelche Spiele, wo sich es anbietet, mit dem Controller eher zu spielen. Aber gut, wir gehen mal zum Oberkörper. Können uns schön Anzug anziehen, T-Shirt. Ich würde aber sagen, wir nehmen hier das Bodyshirt. Genau. In Gelb. Wir machen uns das mal gelb, dann sind wir ein bisschen farbenfroh. Und kein Verlaufsmuster. Gibt es hier noch irgendwie I Love Pizza? Den Kaffee, den wir sind ganz entspannt. Ah, im Dings ist natürlich nicht so gut. Ja, wir lassen blau. Wir lassen blau auf jeden Fall. Sieht man schön. Haben wir doch schon einen lustigen Charakter. Die Beine müssen natürlich noch gemacht werden. Nehmen wir hier die Hose. Und gibt es hier noch auch gelb. Das Gelb ist auch ein bisschen was anderes wie beim T-Shirt. Aber gut, das passiert in echt ja auch mal. Dann nehmen wir das doch. Und Schuhe. Wie sind die darauf gekommen, hier so Bären oder was das sein soll reinzumachen? Okay. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall die. Und Schuhfarbe. Sollen wir die auch gelb machen? Ja, ich würde sagen, die machen wir auch gelb. Ansonsten, ja doch, gelb sieht doch eigentlich lustig aus. So komplett gelb und dann das Gesicht. Ansonsten könnte ich doch eventuell, ja, ich würde sagen, ich habe mir jetzt mal ein paar Farben durchgeschaut. Wir nehmen hier auch gelb. Sieht ganz lustig aus. Und dann gehen wir hier zurück und ändern auch den Namen zu Adrian Eliza natürlich. So. Und dann gehen wir hier mal raus. Jetzt hat er den Namen übernommen. Perfekt. Da sehen wir doch lustig aus und sind bereit für die Show. Da würde ich sagen, gehen wir dann jetzt raus und in den On-Air-Bereich und dann sehen wir uns gleich schon in der Show. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker. Da sind wir. Sehr gut. Wer weiß denn sowas? Und ich habe gleich was ganz Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich das, ich weiß gar nicht, ob ihr beide das wisst, dass die US-amerikanische Schauspielerin Jodie Foster, dass die mit zweiten Namen Christian heißt? Also oh, Christian. Okay. Okay, okay. Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Jetzt gucken wir mal auf die Publikumsverteilung.
Ist auf jeden Fall die echte Stimme, auch aus der echten Sendung. Sehr gut, das sind wir. Und das Team Elton. Oh, die sind mehr, schade. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind: Einspruch, Wahnsinn des Tages, was bin ich, Sport, clever, tierisch, das Fragezeichen, Vive la France, kultig, Eidgenossen, Straßenverkehr und Trick 17. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Okay, also das Team darf anfangen. Eidgenossen, ist bestimmt spannend. Auf gar keinen Fall. Was hältst du von Vive la France? Nimm irgendwas. Vive la France, bitte. Okay, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Der Revolution haben wir es zu verdanken, dass wir heutzutage A. im Restaurant Gerichte aus einer Speisekarte auswählen, B. Toilettenpapier auf einer Rolle benutzen oder C. Parfüms in Flakons kaufen können. Fällt dir zu B was ein? Ja, nein. Antwort A. Ich bin irgendwie für A. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Der durch die Französische Revolution 1789 ausgelöste Umsturz des Adels führte dazu, dass viele zuvor am Hofe, in Schlössern und Adelssitzen angestellten Köche plötzlich arbeitslos wurden. In ihrer Not eröffneten viele von ihnen Restaurants, wodurch die Haute Cuisine auch dem Bürgertum zugänglich wurde. Über die verschiedenen angebotenen Speisen wurde auf einer an der Hauswand befestigten Speisekarte informiert, aus der die Gäste, wie heute üblich, à la carte ein Gericht auswählen konnten. Zuvor gab es in Gaststätten meist nur ein festgelegtes Tagesgericht. Richtige Antwort und damit die ersten 500 Euro auf euer Konto. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Okay, dann wählen wir die erste Kategorie. Ich fand die Frage eben schon schwer, aber die haben es ja hinbekommen. Ich würde sagen, wir nehmen Straßenverkehr, weil Straßenverkehr, ich habe einen Führerschein, eigentlich dürfte ja nichts passieren. Und ich glaube auch, dass ich das hinbekommen werde. Vor allem jetzt hier im Wer weiß denn sowas, das dritte Spiel, ist es ja auch so, dass es wieder neue Shows gibt, ich glaube bis zu 30 Stück. Und man merkt aber auch schon, dass die ein oder anderen Sachen angepasst wurden zum letzten Teil, das gefällt mir schon mal. Und was ich immer cool finde, auch ich spiele auch gern Schlag den Star. Wer weiß denn sowas habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber Schlag den Star habe ich auch schon gespielt. Und dass teilweise wirklich die Spiele aus echt, beziehungsweise hier ist es wirklich so, dass die Fragen dran kommen, die auch schon in echt waren. Also wer die Sendung guckt, wird hier im Spiel auf jeden Fall Erfolg haben. Und wir nehmen jetzt hier den Straßenverkehr. Hast du einen Führerschein? Ja, den habe ich und deswegen machen wir das. Worauf muss beim Transport eines Fahrrads auf einem Heckträger geachtet werden? Das Auto darf mit Last insgesamt nicht breiter als 2,55 Meter sein. B. Der Sattel und die Pedale müssen demontiert werden. Oder C. Die Ladung muss durch eine rote Fahne kenntlich gemacht werden. Okay, die rote Fahne, das ist auf jeden Fall C, können wir schon mal ausschließen. Denn das weiß ich. Das muss erst ab einer bestimmten Länge, glaube ich, gemacht werden. Oh Gott, jetzt merkt man doch den Führerschein. Gut, jetzt entweder A oder B. Der Sattel und die Pedale müssen demontiert werden. Also man sieht es schon häufig auf der Autobahn, wenn man andere Leute überholt mit dem Sattelträger, mit dem Fahrradträger, dass die Sattel abgemacht haben, aber die Pedale sind meistens noch dran. Das Auto darf mit Last insgesamt nicht breiter als 2,55 Meter sein. Da bin ich mir jetzt unsicher. Warum sollte die Last entscheiden, wie breit das Auto da sein darf? Aber ich kann mir schon das auch vorstellen, denn der Sattel bzw. die Fahrräder, da können jetzt natürlich nicht so breit sein, dass sie auf eine andere Fahrbahn gehen. Und ich glaube, entweder A oder B ist es. Soweit waren wir eben auch schon. Aber ich würde sagen, oh ja, hier wird richtig Stress gemacht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach L. Wobei ich eher denke, es ist, also ich glaube, es ist ich bin mir unsicher. Wir nehmen A. Ich bin für A. A ist eingeloggt
Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Okay. Zur Befestigung eines Heckträgers benötigt das Fahrzeug eine Anhängerkupplung oder eine vom Hersteller dafür freigegebene stabile Heckklappe. Die Traglast des Trägers und die Stützlast der Anhängerkupplung müssen dabei beachtet werden. Sattel sind dran. Gemäß § 22 der Straßenverkehrsordnung darf das beladene Fahrzeug höchstens 2,5 Meter... Jawohl, haben wir es richtig. Verstöße werden mit einem Bußgeld geahndet. Oh, das ist aber schlecht hier. Mensch, ein Bußgeld ist doch scheiße. Sehr gut. 500 Euro, die ersten 500 Euro. Daumen hoch, Daumen hoch. Nächste Kategorie, bitte.